Willkommen zu einer weiteren Folge bei Clicker Heroes, denn heute ist es dann mal wieder an der Zeit, einen weiteren Überweltenaufstieg zu machen. Und dazu einfach kurz einen Blick ins Spiel. Heute mal noch einen kurzen Blick auf die Patch Notes, die ich ja schon beim letzten Mal vorgestellt hatte, wo letztlich eben im Oktober die Autoclickers dazugekommen sind. Dann mal gucken, was wir hier... Okay, hier waren es eher so Verbesserungen. Ah ja, da ist der neue Antike dazugekommen, der letztlich auf diese Autoclicker sich bezieht. Und hier war es dann nur noch ein paar Anpassungen. So, aktueller Stand. Ich hatte jetzt gerade nochmal einen der Resets gemacht, also der normalen Weltenaufstiege. Und bin jetzt inzwischen... Also Aufstieg hat über 9 hoch 16 Heldenseelen gebracht und ich war inzwischen auch am Maximum, was hier diesen Bonus pro Boss bedeutet und eben die nächste Heldenseele bekommen, also die nächste Antikenseele, die ich dann jetzt beim Überaufstieg, überweltlichen Aufstieg bekomme. Und jetzt ist es halt so, dass ich eben 5 hoch 17 brauche. Das heißt, ich muss noch mindestens 5 Durchläufe machen, um überhaupt die Chance auf die nächste antike Seele zu machen. Deswegen einfach hier nochmal eine kurze Statusaufnahme. Wie sieht es aktuell aus? Also klar, ich habe jetzt hier die wieder vorbereitet. Normal würde ich jetzt hier halt den Autoklicker drauflegen und den auf 25 einstellen. Einfach in dieser Form, damit es jetzt halt so von alleine spielt und einige Stunden braucht. Ihr seht, der Aufstieg ist jetzt gerade erst ein paar Minuten her. Inzwischen hat der Aufstieg jetzt schon fast 2 Monate gedauert. Insgesamt 90 Übersteigungen und das höchste Level, was ich jetzt hatte, war 6035. Was ich jetzt auch nicht mehr erhöhen werde, sondern es geht jetzt halt dann in den nächsten Überweltenaufstieg. Mal gucken, ob meine Leute hier soweit sinnvoll aufbereitet sind. Okay, also es geht mit 11 und 13 Stunden. Und natürlich mit 220%, das wäre natürlich genial. Allerdings befürchte ich, dass mir der bald wieder wegsterben wird. Während ihr seht, bei den anderen, die sind Level 11, 10, 3 und 2. Also da sind erst vor kurzem wieder einige gestorben. Und was mir immer noch fehlt, ist der Leroy Jenkins. Ich habe immer noch keinen einzigen Leroy Jenkins bekommen, obwohl ich schon etliche... mal gucken, irgendwo hier ist, glaube ich, auch das Begraben der... Söldner, also aktuell habe ich 56 Söldner begraben. Ich glaube, es sind irgendwie 150 Namen in der Liste, um letztlich den zu bekommen. Mal schauen, wann das soweit ist und ob ich wirklich noch so lange spiele, weil ich habe ja schon beim vorletzten Mal gesagt, okay, ich weiß noch nicht, wie lange mich das motiviert. Mit den Autoklickern ist es zumindest jetzt entspannter geworden, weil ich kann es einfach wirklich nebenbei laufen lassen und muss keine Aufmerksamkeit auf das Spiel geben, außer halt irgendwann ein-, zweimal am Tag, wenn ich so lange am Rechner bin, mal noch ein Reset zu machen, damit das Ding wieder von vorne starten kann. Ja, also soweit die Übersteigung, die aktuellen Statistiken. Also die Aufstiege liegen jetzt bei 9,9 hoch 17. Das heißt, auch hier werden die geopferten Heldenseelen wieder ganz gut um den Faktor, naja, 100 nicht ganz, also weil es hat ja 1,8. Aber es wird wahrscheinlich knapp bei 2 hoch 18 dann rauskommen. Das heißt, wieder hier ein Faktor von 100. Das heißt, der würde auch einen Faktor von 100 haben. Das heißt, die große Frage ist, was stelle ich mit den neuen antiken Seelen an? Ich weiß, dass hier im Moment habe ich 81. Das kann ich hier an den Statistiken zumindest sehen, weil das halbe Prozent wird hier ja nicht angezeigt. Das heißt, mit den zusätzlichen 9 müsste ich bei 1,45% dann landen, was die überweltliche Macht angeht. Und jetzt ist eben die Frage, auf jeden Fall werde ich natürlich hier die Kosten für die Antiken weiter senken, auch wenn es hier sehr schwach aussieht, weil es sind jetzt gerade mal noch 1,6%, was die Kosten senken. Trotzdem sind diese 1,6% vermindert auf den Wert, den es dann geht, also von irgendwo von 32 auf 30 runter, machen dann doch wieder fast 5% aus. Das heißt, trotzdem sinkt immer noch die Kosten für die Antiken um 5%. Wo bin ich aktuell? Level 56 bei den beiden wichtigen. Eben einmal die Monster fürs nächste Level und natürlich die Wahrscheinlichkeit für Urbosse, die jetzt bei über 38% liegt. Die anderen hier so nebenbei auf 40, die unwichtigen, die etwas wichtigeren auf 45 gesetzt und ja, die anderen hier so ein bisschen dazwischen. Eben die primären weiterhin Gold, Schadensbonus,
dann hier wieder Gold und nochmal Gold, die dann so ein bisschen nachgezogen werden, eben auf 3 hoch 8, 4 hoch 8 aktuell. Dann natürlich der wichtigste, Mortus, wo ich die so viel Heldenseelen reingebe, damit ich auf jeden Fall immer hier den Bonus aufrechterhalte. Das heißt, damit der Bonus, den ich durch die Heldenseelen bekomme, immer mindestens so groß bleibt, wie er letztlich durch die Heldenseelen, die ich schon eingesammelt habe. Und alle anderen, die ich dann so nicht brauche, stecke ich dann einmal hier in den Pyramidikus natürlich, damit ich eben die Boni noch höher steigern kann und den inaktiven Schadensklicker. Der ist jetzt eben der neue, der auch wieder auf Gold pusht und mit den drei Autoklickern, die ich maximal offline habe, also normal habe ich zwei dann offline und der eine beschäftigt sich mit dem einen Helden, ist es also dann auch nochmal ein Goldbonus. So, auf der Ebene jetzt eben der Reset. Also, ich werde kein Reset machen, sondern ich werde die einfach so bestehen lassen und bekomme jetzt eben damit diese überwältige Macht. Okay, es ist nur 1,44, das heißt, es ist zumindest nicht komplett aufgerundet. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es schon auf 1,45 geht. Gut, also die Frage ist jetzt, wie viel booste ich nochmal die Idle Boni? Und da ist die Sache, das sind jetzt 100%, aber bezogen auf 2500 ist das natürlich ein sehr, sehr geringer Anteil, weil es steigt dann nicht mehr um sehr viele Prozentzahlen. Das heißt, der Anstieg ist relativ gering. Wie gesagt, einen mache ich auf jeden Fall hier, mindestens drei Heldenseelen auf 69. Und jetzt ist eben die Frage, gebe ich noch ein bisschen was für den Pyramidikus aus? Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel jetzt tatsächlich 5 reinstecken würde, könnte ich nochmal um 25% steigern, was allerdings auch nicht allzu viel wäre. Die andere Überlegung ist noch hier, da ich hier aktuell nur 5% habe, dass ich hier tatsächlich noch einen reingebe. Es wäre aber auf jeden Fall so, dass ich eher überlegt habe, okay, ich gebe hier auch noch einen rein. Das heißt, ich gebe insgesamt 6 auf diese, das heißt, ich habe jetzt 70,8% Nachlass und werde jetzt die restlichen drei tatsächlich hier auf Borb verteilen. Das heißt, ich pushe diese Grenze noch weiter nach oben, auch wenn die jetzt natürlich erheblich angestiegen ist gegen die über hoch 14 vorher. Mal sehen will, bei welchem Level ich dann lande. Jetzt war ich ja schon bei über 6000. Einfach um hier, da die Durchläufe inzwischen schon 2 Monate dauern und der nächste mit Sicherheit nicht kürzer wird, eben zu sagen, okay, dann mache ich lieber hier noch ein bisschen. Oh, das sind sogar nur 5,5%. Okay, das lohnt sich dann nicht so sehr. Ich dachte eigentlich wirklich, dass das hier wieder 10%, aber es ist wieder die 10% beziehen sich nur auf die 5%. Das ist dann alles schon wieder viel zu wenig. Und die überwältigende Macht, das sind die 0,05. Das heißt, hier würde dann 1,49 stehen. Dann gebe ich lieber jetzt die anderen 2 Punkte noch hier, damit ich den Pyramidikus zumindest um 10% steigern kann und werde dann mal ausprobieren, wie das hier in der Kombination jetzt wirkt und wie viel mir das dann insgesamt bringt. Mehr kann ich jetzt im Moment dann eh nicht machen, weil jetzt beginnt eben wieder das mühsame, wobei so mühsam ist es ja jetzt gar nicht, weil ich kann jetzt hier meine Autoklicker draufsetzen und sagen, okay, hier, mach mal. Weil ich habe eh jetzt aktuell noch keinen Antiken, der mir dafür sorgt, dass ich hier irgendwelche Geldboni bekomme oder sonst irgendwas dazu habe. Das heißt, ich kann jetzt hier ziemlich entspannt eigentlich, ohne meine Maus zu traktieren, hier weitergehen. Und vielleicht ist es ja tatsächlich dann etwas einfacher, sich vor allen Dingen das erste Mal bis so 100, 120 irgendwie durchzuhangeln und dann es auch zu schaffen, möglichst viele Heldenseelen im ersten Durchlauf zu bekommen, damit ich natürlich schon die ersten Antiken da groß einsammeln kann. Und dann, ja, mal schauen, wie lange wirklich der bis zum nächsten Überwelten-Reset das Ganze läuft. Und vielleicht mache ich dann beim nächsten Mal doch wieder ein Reset und sage, okay, weg mit dem Zeug und hier nochmal einen ordentlichen Boost auf die Antiken, indem ich die hier vielleicht den beiden auch wieder ein bisschen was wegnehme, aber es sind natürlich dann immer etliche Level, weil hier müsste ich auf 3 Level verzichten, aktuell allein, um den hier noch 1 Level hochzubekommen. Also schauen wir mal, wie es dann beim nächsten Weltenreset, Überweltenreset aussieht. Und soweit für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!